Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf, wir spielen StarCraft 2 und ich bin immer noch kein bisschen besser, verdammte Scheiße. Und ja, ich frage mich, wie lange jetzt noch diese normalen Folgen kommen, denn sobald die Legacy of the Void Beta bei mir freigeschaltet wird, werden wir umsteigen. Also wahrscheinlich mache ich diese Folge hier auch schon umsonst, weil ich vielleicht dann schon den Beta-Zugang habe und dann eigentlich andere Sachen machen will. Oh, aber wir haben hier einen Level 10 Bronze-Menschen. Vielleicht ist der ja tatsächlich noch nicht so gut und vielleicht haben wir jetzt mal eine Schnitte. Und wenn ich endlich mal die Schnauze halten würde und Sachen machen würde, dann hätten wir auch irgendwie, da glaube ich auch bessere Chancen, hier mal irgendwo hinzukommen. U2, okay, der ist nett. Der ist nett. Drohne. Ich werde jetzt ein bisschen meine Schnauze halten. Ich werde jetzt nur noch Sachen sagen, wenn Sachen wichtig erscheinen. Also nie. Guck. Ich habe schon überlegt, ob ich vielleicht einfach nur spielen soll. Und, eins. 2, 3, 4 und das ist schon wieder alles kaputt hier. Scheiße, ich Vollhorst. Aber das ist doch völliger Blödsinn, den ich hier gerade gemacht habe. Ich sollte eigentlich nur spielen und dann danach die Replays. Die Replays, die sollte ich dann einfach vertonen. Da sollte ich mal drüber kommentieren. Das ist eigentlich die Idee, aber das ist halt dann doppelt so lang, ne? Das dauert doppelt so lang. Nimmt doppelt so viel Zeit ein, wollte ich sagen. Meine Fresse. Deutsche Sprache und so, ne? Geh. Guck mal, jetzt wollten wir hier eigentlich zumachen. Können wir auch noch. Haha. Aber nicht sehr gut. Nicht sehr gut. Nicht sehr schlau. Weil hier dann nochmal zu machen, dann hat er wenigstens keine große Chance hier mit seinen komischen... Wie heißen die Dinger nochmal? Diese Dinger da halt. Die so hochspringen können an Sachen. Wisst ihr doch? So, was habe ich jetzt hier verkackt? Was habe ich jetzt vergessen? Dass ich jetzt hier so viel Geld habe und... Naja, gut. Also wir können ja... Ja, das können wir schon mal machen. Das ist doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also Supply Block des Todes ist ja eine ganz, ganz schlimme Angelegenheit. Oh, und Gas! B.A. Ah, siehst du. Gas kommt ein bisschen spät. Kann das sein? Gas kommt ein bisschen spät. Und wir brauchen hier die nächste... Und B.Y. Und das ist jetzt... Schlecht platziert. Das hätte ich hier hinbauen müssen. Wieso kommt denn die... Kommt doch mal dahinter, Nacken. Bau das Ding. Meine Fresse. Weil ich erst Shift gedrückt habe. Das war ein großer Fehler. Nun gut. Bitte jetzt mal Gas sammeln. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Wir hätten scouten können, aber ihr wisst ja, das bringt bei mir nicht so viel. BE. Dann bauen wir das hier so zu, oder was? Wir brauchen noch gar keine Pylone. Was wir machen können, ist BG... Hier schon mal weiterbauen. Sollen wir gleich drei machen? Oder wollen wir nicht expandieren? Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder Build-Order-mäßig total gut dabei, ne? Unglaublich. Also, das ist doch... Ja, jetzt habe ich gemerkt, dass ich den nicht gebaut habe, den Zealot. Und ich würde wahnsinnig gerne direkt noch einen Stalker hinterher schießen. Dann boosten wir das halt. Und sobald wir die Kohle dafür haben... Sowas. Und so. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder am Anfang Shift gedrückt, ne? Das muss ich mir mal abgewöhnen. Wir sind kurz zum Supply Block. Können aber auch jetzt hier demnächst mal unser Haupthaus, unser neues bauen. Unsere Echse, unser Natural. Wie es ja so schön heißt, ne? Wisst ihr, ne? Wusstet ihr? B-E. Und das bauen wir hier hin. Und danach kommst du bitte hier hin. Und wir bauen mehr Pylonen-Sonden. Okay, ihr seid alle auf 4. Habe ich hier den Zealot eingebaut? Ach, schöne Scheiße. Oh, ich hasse mein Leben. Okay, den müssen wir töten. Tut mir leid, Zealot. Ich habe alles verkackt. Das Spiel ist vorbei. Brauchen wir eigentlich mehr Gas? So, du und du, eins, beide hierhin, bitte. Nein, warte mal. Bevor du das jetzt alles machst, wir brauchen eine Mutter. Und wir brauchen mehr davon. Ja, ich baue immer auf 5, komischerweise. Keine Ahnung, warum. So, jetzt die beiden hier. Sie können auch nicht. Okay, na gut.
Mehr Gas, bitte. Bitte mehr Gas. Bitte. Und du, Kollege. Oh, kannst ja schon mal runtergehen. Mutti kann auch dazukommen auf Null. Die kann hier mal ein bisschen mit verteidigen, falls da gleich was kommt, was eh viel zu viel ist und mich überrennt. Aber wir haben ja noch eine kleine Hoffnung, dass es sich bei dem Kollegen um einen nicht sehr erfahrenen Spieler handelt. VR. Haben wir jetzt hier dann zugemacht. Das ist sehr gut. Du mal bitte so und so. 4. Dann nehmen wir 3 Leute, die hier arbeiten. Gehen. Holen wir uns noch ein bisschen Gas dazu. Und bauen bitte auch direkt das Ding hier. Ja. Und wir können auch eigentlich. Können wir direkt. Jetzt arbeite ich schon wieder mit der Maus, weil ich nervös werde. Ihr kennt das Spiel. So, BE. Wir brauchen davon welche. Und sowas. Und sowas. Was haben wir nicht genug? Mineralien? Naja. Okay, dann gehen wir natürlich auf Gas. Ah. Okay. Und wir haben so gut wie keine. Wir haben so gut wie. Oh, fuck. Keine Armee. Das ändern wir mal direkt. Jetzt haben wir natürlich keine Kohle, ne? Haben wir natürlich keine Kohle. Ihr sollt hier Gas sammeln, habe ich gesagt. Und was ist hier los eigentlich? Keiner am Gas sammeln. Unglaublich. 2 davon. Nicht genug Gas. Oh, das habe ich mir gedacht. Gut, wir brauchen halt Leute, ne? Wir brauchen Leute und eigentlich können wir gleich mal angreifen gehen. Wir haben schon wieder zu viel Kohle. Was mich ganz nervös macht. Wir brauchen Gas. 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 Oh, jetzt hat er hier geblitzt, Dingst. Scheiße. Ja, naja, ne? Soll man machen. Sowas noch. Okay, Robo-Dings. Sowas. Komm ran, Digga, komm ran. Wir müssen jetzt hier Sachen machen. Wir müssen jetzt unbedingt hier Sachen machen. Und wir könnten ja auch eigentlich ein bisschen mehr zumachen hier, ne? Frage ist, wie genau machen wir jetzt hier zu, dass es auch schlau ist? Sowas. Und sowas? Ich weiß doch nicht, ne? Oh, Supply Block incoming! Supply Block incoming. Okay. Das sieht doch schon besser aus. Sowas hier. Und sowas hier vielleicht. Und wir brauchen hier bitte ein nach da Fluggerät-Dings da. Okay, und dann schauen wir mal. Ist er hier irgendwo schon unterwegs? Es ist eine sehr, sehr interessante Frage. Und Porzellitz? Und eigentlich sollten wir mal vorgehen. Also ich glaube, was wir jetzt hier brauchen, ist eine Vorgehung. Wir müssen aber diese Sache hier auf 5 setzen, damit wir hier weiterbauen. 5. Und wir brauchen bitte eine Pylone. Und zwar hätte ich sie gerne einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. Und dann gucken wir mal, ob das klappt, ob das hier so Sinn macht. Gerne auch schon mal jetzt hier auf Flug gehen. So nebenbei. Und eine Expansion, eine dritte. Bauen wir bitte hier. Escape, BE. So, so und so. Man muss ja auch mal die Kohle ausgeben. Hier nochmal sowas. Und los geht's, würde ich sagen. Haben wir hier Einheiten? Hat er expandiert? Natürlich. Oh. Oh ja. Oder er hat zugebaut. Oh, shit. Okay, er hat da ganz viele Panzer auch stehen. Das bedeutet für mich vielleicht sogar zweites Fluggedönsgerät. Gedöns. Allerdings hat er keine dritte Base, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kriegen wir die? Kriegen wir die? Hahaha!
Boah, das war doch gar nicht mal so schlecht. Frage ist, was machen wir jetzt? Wir können hier auf jeden Fall auf Void Race gehen. Hier bitte die Einheiten dahin schicken. Und wir könnten, was wir noch machen. Oh, oh, er hat doch schon hierhin expandiert. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Das ist natürlich so eine Sache, ne? Was machen wir jetzt? Wir haben auf jeden Fall so ein paar Proxy-Polonen. Also wir sollten, glaube ich, was wir machen sollten, ist genau das hier. Wir gehen jetzt da hoch und machen diese dritte Basis kaputt. 5. Bitte weiter davon machen. Und wir holen uns hier noch ein paar Kumpels dazu. Mir fällt gerade auf, dass wir hier noch gar nicht Sachen gemacht haben. Das ist überhaupt nicht cool. So, trotzdem jetzt mal hier hoch. Wir könnten auch eine Goldbase nehmen. Arbeiter kaputt hauen. La 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 la. Und das Haupthaus kaputt hauen. La 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 la. Komm, mach das Haupthaus kaputt. Yes. We love that shit. Das noch weg. Und ja, eigentlich alles weg, was so wegzumachen geht. Und dann ziehen wir uns zurück. Dann ziehen wir uns zurück. Und der Kollege hier fliegt mal bitte dahin. Da brauchen wir auch gleich nochmal noch einen. Worauf gehen wir jetzt? Worauf gehen wir jetzt? Sollen wir Kolossal machen? Nein, wir wollten doch eigentlich Void Race machen. Wie viel haben wir denn? Nicht so viele. Und was ist hier los? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Sowas? Oh, das ist uncool. Das ist uncool. Was macht der da? Ach du Scheiße! Oh shit! Okay, das war uncool. Wir brauchen hier auf jeden Fall Türmchen. Da hat er mich ganz schön abgelenkt. Hier muss ich ganz ehrlich sagen. Aber er kommt hier nicht raus. Und das ist gut. Das ist gut. Hier können wir verschnellern. Hier, wie gesagt, Türmchen. Wir haben 2600. Das ist viel zu viel Kohle. Das darf man eigentlich nicht haben. Aber na gut. Jetzt können wir es halt in Türmchen investieren. Sowas. Okay, und jetzt können wir die auch wieder mitnehmen hier hin. Und was ist denn hier los? Eigentlich sollten wir auf Kolossal gehen, oder? Ich meine, warum nicht? Warum nicht? So, die ziehen wir gleich zur dritten Base ab. Hier gehen wir auf Blink und hier gehen wir auf Weiter und sowas. Fällt mir gerade ein, wir hätten noch, jetzt habe ich gar nicht nur wieder so eine andere Sache gebaut. Das, nee, das hier habe ich. Was, wie heißt das? Wo ist denn? Ach so, das baue ich gerade erst. Kacke. Was ist erschöpft? Ach so. Ja, dann können hier schon mal Freunde von euch, können schon mal hier hingehen. Bitte. Dann gehen wir hier auf Gas. Ja, du auch. Und ihr könnt auch nochmal hier mit rüberkommen. Ach du Kacke, okay. Sollen wir so lange bei ihm reingehen? Sollen wir so lange bei ihm hier reingehen? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt hier rein. Was hat er da gehabt? Ganz viele von seinen komischen, wie heißen die nochmal, Fliegedingern. Oh, Supply Block. Oh, fuck you. Stimmt, da oben hatten wir ja... Oh, shit. Ah, scheiße. Oh, nein. Okay, dann machen wir jetzt sowas noch. Weil wir auch so viel Kohle haben, ne? Okay, und dann Void Race zu unseren Kumpels hier. Und er zieht jetzt die Armeen rüber. Und wir sind Supply Blocked, Alter. Das ist unglaublich. Das ist auf 4, 5 bitte jetzt sowas bauen. Ihr bitte zu uns.
Oh, Kagedü. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ich weiß nicht, ob diese Komposition so geil ist. Wir gucken mal. Die müssen wir auf 6 setzen. Hier nochmal mehr bestellen. Auch wenn wir jetzt Supply Block sind. Aber das ist ja der natürliche Supply Block. Sozusagen. Wir werden angegriffen. Leute. Mutterschiff. F hier drauf, bitte. Alle anderen. Angriff! Woo! Okay, das sieht doch in Ordnung aus, oder? Einmal die Schiffchen hier kaputt machen, die Medivacs, Woo! Okay. Alles klar. Das lief ganz gut. Direkter Angriff, oder? Ich meine, was sollen wir da jetzt noch großartig warten? Er hatte, glaube ich, gar keine Panzer dabei, ne? Ich glaube, er hatte keine Panzer dabei. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Haben wir hier Kolossus? Ja, einen. Und natürlich ist es immer ganz gut, wenn man dann erstmal die hier rüber schickt. Und dann in seinem Robot-Deck-Dings dort das hier macht. Von Warprismen, die Wahrscheinlichkeit von Beobachtern. Ja, das ist jetzt alles so mittelwichtig. Und wie viel Supply haben wir denn? Davon haben wir viel zu wenig, also eigentlich gar nichts. Und los geht's. Was ist das hier? Oh, ein CC, das möchte gerne sterben. Schaffen wir das? Ich vermute leider nicht. Oh shit. Jetzt haben sie mal ein Ding gesehen. Na gut. Oh. Schaffen wir das. Ja! Aber das sind Panzer. Wir müssen uns zurückziehen. Wir hätten jetzt auch blinken können. Aber so schlau bin ich nicht. Was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist mehr Void Rays. Und zwar fast nur noch Void Rays. Und dann gehen wir hier wieder hoch. Und dann holen wir uns hier mehrere Pylonen. Die wir dann haben. Um quasi hier arbeiten zu können. Danach baust du bitte hier bei der Goldbase. Eine Base. What? Ach du Kacke. Wie ist hier Massenrückruf? Oh shit, Drofsky. Und alle angreifen. Jawohl, ja. Okay, das war nicht so leicht. Können wir mal bitte alle Leute hier ranholen? Oh Gott. Scheiße. Okay, Leute, ihr müsst jetzt mal hier hinblinken. So, sehr gut. Die waren nämlich eingekesselt da. Wie jetzt auch einige. Ah, shit. Guck mal hier, die Zedits. Kacke Arsch. Ja, gut, dass wir das Mutterschiff dabei hatten. Da konnten wir jetzt schön schnell reagieren. Aber was wir jetzt hier natürlich machen, ist Folgendes. Ist hier alles volltackern. Man muss einfach volltackern. Warum nicht? Wir haben ja die Kohle. Jetzt wurden wir aber hier anscheinend unterbrochen in dem, was wir eigentlich machen wollten. Und zwar brauchen wir hier unsere Einsatzpylonen. Unsere, sozusagen die Pylone des Todes. Danach hier bitte diese Base bauen. Und noch sowas. Okay, Leute. 6. Nochmal Void Race machen. 5. Davon. Oh, hier haben wir noch welche. Okay. Sollen wir erstmal die CC hier drüben kaputt machen? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Plan. Hier hin. Oh shit. Kein Problem. Doch ein Problem. Oh mein Gott, das ist ein Problem. Oh, Türmchen kaputt. Weil die greifen auch die Kolossei an. Oh yes.
Oh yes. Komm schon, Papa. Die Dinger kaputt machen hier. Sehr gut, die Immortals machen ihr's. Die Immortals machen ihr's. Auch wenn wir jetzt hier viele Verluste einstecken mussten, haben wir noch hier ziemlich viel geschafft. Und dieses CC hier ist Geschichte. Trotzdem, wie gesagt, wir haben sehr viel verloren. Jungs, hier Angriff. Meine Fresse. So. Dann hier einmal Nachschub bitte. 6 Void Rays nachbauen ohne Ende. Und... Wow, wow. 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 Woohoo. Ja, meine Micro ist noch quasi nicht vorhanden. Da sind Panzer, die auf uns schießen, Leute. Also bitte auch da vorsichtig sein. Die Kolossi hier mal schön zurückziehen. Wo sind die Void Rays, wenn man sie braucht? Die binden wir mal bitte. Ach so. Einmal hier. Sowas und sowas. Wir haben hier anscheinend irgendwo sau viele Leute, die arbeitslos sind. Das bemerke ich auch immer sehr spät erst. Das tut mir wahnsinnig leid. Ach, hier ist alles schon ausgemeint. Oh Gott. Oh Gott, und ich merke das nicht. Basis hier. Basis da. Tralalala. Sowas. Und danach sind wir einfach mal so frei und bauen hier mal eine Base. Mal gucken, ob die überlebt. Das wäre lustig auf jeden Fall. War es nicht genug Geld? Okay, Leute, Gas. Wir brauchen Gas. So. Void Rays. Und sowas. Jetzt bräuchte ich eigentlich irgendwas, was mir Sicht gibt, ne? Jetzt bräuchte ich eigentlich irgendwas, was mir Sicht gibt. Haben wir hier noch irgendwelche geilen Upgrades, die wir nicht gemacht haben? Natürlich. Wir haben 1000 Upgrades, die wir noch nicht gemacht haben, die wir längst hätten machen müssen. Dann machen wir, dann ballern wir das Ding nochmal hier drauf. Okay. Zealots, hier irgendwie noch. Was soll das? Warum stehen die hier rum? Finde ich nicht gut. Die hier könnten mal sterben, aber das lassen wir jetzt so. Ihr bitte mal hier hin. Diese Verbindung muss mal irgendwie hier hin gemacht werden. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so gut. Und wir haben immer noch Arbeitslose hier drüben. Ihr könnt mir auch nicht hier noch mithelfen, warum nicht? Hier haben wir 17, das ist auch sehr gut. Wir brauchen hier Pylonen, damit wir hier auch ein paar Türmchen machen können. Und irgendwie hatte ich noch nicht so die zündende Idee, was wir jetzt hier noch als nächstes Geiles machen, ne? Wir könnten natürlich hier sowas bauen. Und ich sehe schon, ja, wir müssen hier mal kurz, Sachen machen. Komm, kauf die, jawohl! Ja, noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Ist kaputt. Eigentlich könnten wir mal diese Basis hier jetzt mal kaputt machen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hier weiter mithelfen. Und ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Ja, doch. Hier alles kaputt. Alle Arbeiter kaputt. Jungs. Okay, das, die lassen wir mal laufen. Hier ist ja eh alles im Arsch. Und er greift tatsächlich an, ne? Er greift tatsächlich an. Versucht hier Sachen zu machen. Die kommt zurück. Okay. Und eigentlich könnten wir hier gleich mal den Sack zumachen, oder? Was meint ihr? Wo haben wir denn die nächste Pylone? Da ist noch eine Pylone. 6. Oh ja, das ist doch geil. Und die schicken wir bitte hier hin. Und ich glaube, dann ist es auch gleich vorbei. Wenn wir hier gleich erstmal
unsere Kollegen diese Battle-Cruiser-Star-Dinger haben, dann ist hier Ende Gelände, Schicht im Schacht, aus die Maus. Das sag ich euch. Oh, wer ist das? Wer ist das? Na, wollt ihr mich zu eurem Panzer locken? Ja, ja, da überlegen wir uns gleich nochmal was. Beziehungsweise, wir können mal da hochgehen und gucken, dass da auch ja keiner irgendwie eine Basis nachbaut. Haben wir hier eigentlich irgendwie Action oder was? Endlich mal ein Gegner auf meinem Niveau. Ne, hier ist keiner. Hier laufen noch Sachen. Leute wieder arbeitslos. Komm, geh du mal dahin. Ich vermute, hier ist irgendwas. Yo. Tja, das tut mir leid. Das tut mir leid. Aber so ist nun mal die Geschichte gewesen damals. Er geht durch. Er geht durch. Er will mich angreifen, oder was? Oder habe ich mir das so eingebildet? Na, da, da. Okay, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Dann machen wir das so. Es ist quasi die Zangentaktik. Es ist eine zangige Taktik. Und jetzt pass auf. Und jetzt von hinten. Von hinten voll rein. Ohne Gel. Ganz trocken. Bambelicious. Das wird's gewesen sein, mein Freund. Well played. Well played. GG, oder was? Oh, yes. Puh. Okay. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal. Jedenfalls in quasi dem Neuanfang von Noob Attack. Ich bin natürlich überhaupt nicht zufrieden mit meiner Arbeit, mit meinem weiter Vorankommen. Aber so ein bisschen, jetzt konnte ich ja wenigstens mal Sachen machen. Ne? Ich habe geguckt, dass ich einigermaßen weiter expandiere und das auch weiterhin läuft. Ich habe geguckt, dass ich meine Einheiten baue. Auch nicht so richtig erfolgreich, aber erfolgreicher als sonst. Ich hatte sogar trotzdem, also ich hatte eine höhere APM als sonst, die war 48, als jetzt zum Beispiel 33, letztes Mal hatte ich 39, 48 ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Er hatte auch noch mehr, also trotzdem gewonnen, das finde ich gar nicht mal so übel. Und ich meine, der hatte Terraner, also da, ja gut, also gegen mich hat man da eigentlich ganz gute Chancen. Cool, 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 cool. Wann haben wir expandiert? Nexus 447 und er hat expandiert... Das erste Mal 3,27. Also noch vor uns. Noch vor uns. This is crazy. This is crazy. Ja, cool. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ja, vielleicht wird auch schon in die nächste Folge eine Legacy of the Void Beta-Folge. Oder das lief schon vorher eine parallel. Und ich habe trotzdem diese Folge hier rausgehauen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.